Servus Leute, Razer am Start mit einem neuen Black Ops 3 Video für euch, und zwar zeige ich euch heute die erste Folge der Quick Tip Series. Wie ihr schon im Titel erkennen könnt, ist das eine neue Art von Serie, die ich auf meinen Kanal bringen will. Und zwar sind das eben Quick Tips, wie der Name schon sagt. Das sind eben in einer kurzen Zeit ziemlich hilfreiche Tipps, sowohl für Anfänger als auch für fortgeschrittene Zombie-Spieler. Also es kann auch was dabei sein, wo auch die fortgeschrittenen Spieler was Neues dazulernen. Also kommen wir nun zum Thema. Heute geht es darum, um die Waffenverzauberung. Das heißt, wenn ihr eine Waffe Packer puncht und dann nochmal Packer puncht, erhaltet ihr eine Verzauberung drauf, nennen sie jetzt mal. Und das kann sehr nützlich sein. Und heute will ich eben besprechen, was ist die wichtigste von denen. Es gibt ja einige, ich glaube es gibt 5 oder 6, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Und es gibt 2, die wirklich sehr, sehr stark sind und die ich euch sehr ans Herz legen will. Also die erste ist Blast Furnace oder Hochofen, wie es zum Deutschen heißt. Und zwar ist das, wenn ihr eine Kugel schießt und ihr traint jetzt, sage ich mal, ein paar Zombies und ihr schießt eine Kugel in den Zombie-Train hinein, werden alle Zombies angezündet und diese verbrennen dann nach, ich glaube, einer Sekunde oder so und sterben dann instant. Was das Gute daran ist, dass diese Verzauberung bis hohe Runden, also ich glaube sogar über Runde 200, habe ich letztens ein Gameplay gesehen, wo diese Verzauberung One-Shot ist. Das heißt, egal welche Runde ihr seid, die ist immer One-Shot. Und ich glaube nämlich, dass das nicht so einen Randomize-Faktor hat. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel 100 Kugeln reinschieße, dass da 5 davon jetzt solche Spezialkugeln sind, die die Zombies dann verbrennen, sondern ihr schießt eine Kugel, die Zombies werden verbrennt und dann müsst ihr eine, ich glaube, 10 Sekunden oder 20 Sekunden warten, bis die Verzauberung sozusagen neu aufgeladen ist und dann könnt ihr diese wieder schießen. Das heißt, ihr traint im Kreis und dann habt ihr einen Zombie-Train, schießt einmal hinein und traint dann wieder 10, 15, 20 Sekunden, bis ihr genug habt, schießt einmal hinein und so könnt ihr tonnenweise an Munition sammeln und ihr werdet eigentlich nie out of ammo gehen, wenn ihr das eben genauso macht. Dann die zweite Verzauberung ist Thunderwall und ich weiß nicht, wie das im Deutschen heißt, ich glaube irgendwas, das, keine Ahnung, dass die halt so wegblast, also keine Ahnung, wie das in Deutsch heißt. Aber was ist daran gut? Das hilft euch aus Notsituationen hinaus. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel im Kreis traint auf The Giant und ein Zombie kommt euch entgegen und es gibt keinen Ausweg, also es gibt keine Möglichkeit, dass ihr dem eben ausweichen könnt und eine Lücke findet, wo ihr durchgehen könnt, dann schießt ihr einmal mit dieser Waffe und ihr blast sozusagen die Zombies, also den Zombie, den ihr anschießt, und die herumliegenden Zombies weg und schafft euch so einen Weg und könnt dann durchrennen und weiter trainen. Diese Verzauberung ist ebenfalls One-Shot bis Runde, ja, bis hohe Runden, sagen wir mal. Ich habe es noch nicht weit ausgetestet, ich glaube Runde 50 oder so habe ich es getestet, war es noch immer One-Shot. Und am besten ist es, wenn ihr diese zwei Sachen auf jeweils SMGs habt. Das heißt zum Beispiel auf der CUDA, Vespa, VMP oder sonstigen leichten Maschinenpistolen, oder Maschinenpistolen heißen die, glaube ich, ja. Und dann ist das eigentlich eine ziemlich sichere Sache. Also nochmal zusammenfassend, mit der Waffe, mit der ihr traint, also mit denen die Zombies killen wollt, haut Blast Furnace rauf, also Hochofen, und auf der Notfallgun, sag ich jetzt mal, haut Thunderwall rauf. Und was noch geil ist, wenn ihr mit Blast Furnace die Zombies killt, dann erhaltet ihr auch Credits für die Kills, für die Waffe, die ihr eben in der Hand habt. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel jetzt die alle Tarnungen freischalten wollt und ihr mit Blast Furnace die Zombies killt, dann zählt das auch zu den Kills der Tarnung dazu. Also das ist ziemlich packend. Das war's aber mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr weitere solche Quick-Tipps sehen wollt, dann lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns beim nächsten Black Ops 3 Zombie-Video. Haut rein!